is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Unerschöpfliche Themen. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach, was auch die Engel begehren zu schauen. In diesem Leben können wir das wunderbare Thema Erlösung nur ansatzweise verstehen. Mit unserem begrenzten Begriffsvermögen können wir zwar sehr tief über die Schande und Herrlichkeit, das Leben und den Tod, die Gerechtigkeit und die Gnade nachdenken, die einander im Kreuz begegnen. Doch auch dann, wenn wir unsere Geisteskräfte bis zum Äußersten anspannen, gelingt es uns nicht, die volle Bedeutung zu erfassen. Die Länge und Breite, die Tiefe und Höhe der erlösenden Liebe werden nur vage erfasst. Der Erlösungsplan wird nicht völlig verstanden werden, auch wenn die Erlösten sehen, wie sie gesehen werden, und erkennen, wie sie erkannt werden. In alle Ewigkeit werden sich dem staunenden und erfreuten Geist ständig neue Wahrheiten auftun. Obwohl der Kummer, die Schmerzen und Versuchungen der Erde vorüber sind und deren Ursache beseitigt ist, werden Gottes Kinder immer eine klare, einsichtsvolle Erkenntnis darüber haben, was ihre Erlösung gekostet hat. Das Geheimnis des Kreuzes erklärt alle anderen Geheimnisse. Im Licht, das von Golgatha her strömt, erscheinen Gottes Eigenschaften, die uns mit Furcht und Ehrerbietung erfüllen, wunderschön und attraktiv. Gnade, Zärtlichkeit und elterliche Liebe sehen wir mit Heiligkeit, Gerechtigkeit und Macht gepaart. Während wir die Majestät seines hohen und erhabenen Thrones betrachten, erkennen wir seinen Charakter daran, dass er sich so gnädig zeigt, und begreifen wie nie zuvor die Bedeutung der vertraulichen Anrede: unser Vater. Dann wird klar ersichtlich, dass er, der unendlich Weise, keinen anderen Plan zu unserer Erlösung entwerfen konnte als den, seinen Sohn zu opfern. Die Entschädigung für dieses Opfer ist die Freude, die Erde mit erlösten Wesen bevölkern zu können, die heilig, glücklich und unsterblich sind. Was bei dem Kampf des Erlösers gegen die Mächte der Finsternis herauskam, bedeutet den Erlösten Freude und gereicht Gott in alle Ewigkeit zur Ehre. So wertvoll ist eine Seele, dass der Vater mit dem bezahlten Lösegeld einverstanden ist. Und Christus selbst betrachtet die Früchte seines großen Opfers und ist zufrieden. In alle Ewigkeit wird die Schar der Erkauften sein größter Ruhm sein. The Lord is coming. Are you ready?